Hallo liebe Nugget-Freunde, ich zeige euch heute unseren neuen Thekenaufsatz als Erweiterung der Ablage in der Küche. Das Prinzip ist nicht neu, neu ist jedoch die Qualität und vor allem die Art der Befestigung mit den gefrästen Flitzen. Gefertigt wird das Teil wieder bei Ralf Hagemeyer in der Tischlerei, der auch so unsere Toilettenabdeckung so klasse gemacht hat, denn ich lege wirklich Wert auf erstklassige Qualität. Wir basteln hier immerhin in einem 70.000-Euro-Auto und da sollte es schon möglichst perfekt sein. Und das zeige ich euch jetzt mal im Fahrzeug. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier nicht einfach ein fertiges Brett gewählt und CNC fräsen lassen, sondern haben uns die Mühe machen lassen, es oben mit einer identischen Arbeitsplatte wie von Westfalia zu bekleben. Von unten ist es auch laminiert mit der gleichen Farbe wie die Senkrechten von Westfalia. Auch die Umleimer entsprechen genau optisch denen von Westfalia, auch die Senkrechten, das ist alles sauber umleimt. Was mich jetzt immer gestört hatte bei den meisten Konstruktionen von den Thekenaufsätzen, dass die einfach hier irgendwo reingesteckt werden und neben diesen Haltern stecken. Also da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen pingelig, aber ich fände es schöner, wenn diese Halter länger gewesen wären, diese Abtrenner und die Theke direkt darauf. Aber das haben wir nun mal nicht. Deswegen haben wir überlegt, wie lösen wir das Problem? Und zwar haben wir dann diese Schlitzung hier uns überlegt. Auf diesem sitzt direkt das mittlere Brett auf und links und rechts kann es dann wunderbar runtergleiten. Ich mache das mal gerade ein bisschen nach vorne, nach hinten. Dann runterdrücken. Man merkt schon, es geht leicht, aber doch mit so ein bisschen Widerstand. Also es passt, es wackelt nicht, es hat keine Luft. Also richtig schön solide. Links und rechts geht es gerade bis nach unten. Also man sieht gar nicht, dass es ein nachträglich eingebautes Teil ist. Und ich finde es so wirklich richtig klasse. Links haben wir es eckig gemacht, bewusst. Dadurch vermeiden wir auch, dass an irgendeinem Stoß geleimt werden muss und es wirklich rundum perfekt aussieht. Vorne gerundet, etwas kürzer, damit man hier vernünftig vorbeikommt. Manche hatten auch gefragt, wollen wir nicht eine Kante rundum machen, damit es nicht runterrutscht, wenn man damit fährt. Und ehrlich gesagt, beim Fahren kann ich es auch kurz runternehmen. Und der Kante hätte nämlich einen Nachteil, wenn ich jetzt einen Teller draufstelle und der steht auf der Kante, ist der schräg. Beim Teller würde es noch gehen, aber wenn ich ein Brettchen draufstelle, würde das Ganze schräg sein und kippeln. Und im Übrigen finde ich es auch so wesentlich harmonischer, denn es fügt sich wirklich der Arbeitsplatte, dem Seitenbrett und auch unserer Toilettenabdeckung. Es ist alles aus einem Guss, es passt wirklich super. Wir haben das Ganze auch relativ hoch gebaut, ganz bewusst, denn so kommt man unten prima dran. Viele haben hier ja die verschiedensten Sachen drin stehen, Nudeln, Spüli, alles Mögliche. Und so ist wirklich ordentlich Platz. Man hätte hier auch noch die Möglichkeit, eine Küchenrolle zu montieren. Meinetwegen hier links oder hier rechts drunter. Dafür ist nach unten genug Platz. Und nach oben ist auch noch genug Platz, denn wenn ich abends das Bett runter mache oder im Hochdach runterklappe, dann habe ich hier noch genügend Platz, um beispielsweise meine Brille draufzulegen oder mein Handy draufzulegen. Es schließt auch sauber vorne ab, steht nur so ungefähr einen Zentimeter weiter vor hier, damit man da nicht versehentlich drauf tritt und vor allen Dingen, damit der Herd dort auch keine Hitze macht. Also es geht exakt davor her und so gefällt mir das richtig gut. Ja, mein Lieben. Ich habe mir zwar gedacht, man lässt das Teil immer drin, aber man kann es natürlich genauso wieder rausziehen. Und so sieht es dann auch aus, wenn es verpackt bei euch ankommt, fertig verleimt. Ihr könnt es sofort bei uns im Onlineshop bestellen. Und bei Fragen ruft mich oder mein Team an. Wir freuen uns. Viele Grüße, euer Oliver.